Soll ich dir sagen, was ich denke? Du hast Angst vor deinen eigenen Gefühlen. Das hättest du wohl gern. Sonst würdest du ja wohl kaum sagen, dass unsere gemeinsame Nacht die schlimmste deines Lebens war. Mein Gott, diese Nacht kann mich meinen Job kosten. Du wusstest das und hast nur an dein Vergnügen gedacht. Das ist nicht wahr. Ich war in dich verliebt. Und bin's immer noch, Anna. Ist dir eigentlich klar, was passiert, wenn rauskommt, wie du mich ausgetrickst hast? Es muss ja keiner rauskriegen, dass wir zusammen sind. Bitte? Hey, wir können uns so heimlich treffen, bei dir oder außerhalb der Stadt. Du liebst mich doch auch, Anna. Dein Selbstbewusstsein ist wirklich phänomenal. Ich weiß, dass es wahr ist. Sonst hättest du ja wohl kaum... Paul Brandner, kümmere dich lieber um deine Französischnote, sonst kannst du am Ende des Schuljahres noch eine böse Überraschung erleben. Das ist mein letztes Wort. Was guckst du denn so? Was ist denn jetzt mit der Siebert? Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Es geht dich nichts an. Hat's wieder Ärger gegeben? Ihr kennt mich doch alle mal. Was hat den denn gebissen? Keine Ahnung. Ich glaube, er hat Stress mit der Siebert. Das ist doch die Französischlehrerin. Oui. Ich verstehe das nicht. Er war doch so gut vorbereitet. Wahrscheinlich ist sie immer noch angefressen, weil er die ganze Zeit geschwänzt hat. Ich dachte, das wäre längst geklärt. Susanne, Lehrer sind wie Elefanten. Die vergessen nichts. Ach, Paul hat sich dafür entschuldigt. Irgendwann muss doch gut sein. Sie kann ihn doch nicht für den Rest der Schulzeit dafür büßen lassen. Paul! Was ist? Paul? Lisa sagt, du hast dich mit deiner Französischlehrerin gestritten? Ist das wahr? Die blöde Kuh soll sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Ob das wahr ist? Sie meint, Frau Siebert würde dir immer noch übel nehmen, dass du ihren Unterricht geschwänzt hast. Lisa muss es ja wissen. Stimmt das? Nein. Aber sie hat doch ein Problem mit dir. Woher soll ich das wissen? Sowas merkt man doch an der Art und Weise, wie sie einen behandelt. Vielleicht, wahrscheinlich, passt ihr meine Nase nicht. Wie meinst du das? Ja, sowas gibt's doch. Sie mag mich nicht und hat mich deswegen auf dem Kieker. Hier seid ihr. Hallo, wir dachten schon, es ist keiner zu Hause. Elisabeth, wir haben euch erst morgen erwartet. Mhm. Wo ist Papa? Der ist noch unten. Er hat wahrscheinlich auf einen großen Bahnhof gehofft. Das wollen wir nachkommen, so Paul? Ja, gleich. Danke, dass du mich verraten hast. Was soll ich denn tun, wenn Susanne lange Ohren macht? Zur Abwechslung mal die Klappe halten. Und die Siebert, was wollte sie von dir? Möchtest du das wirklich wissen? Ja, klar. Dann frag sie doch. Ja, und Tatka. Dankeschön. Auch eigentlich wollte ich Zitronensaft, aber Sahne geht auch. Danke. Was ist denn mit dem Jungen? Ach, der hat Ärger in der Schule. Er hat eine Zeit lang Französisch geschwänzt und das scheint seine Lehrerin sehr persönlich zu nehmen. Die Frau Adelmeier. Nee, Frau Siebert. Hast du schon mal mit ihr gesprochen? Wo denkst du hin? Das würde Paul nur noch wütender machen. Ich weiß nicht. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Und? Wie war's? Was? Hast du gestern noch mit ihr geredet? Also nein. Ich hab's versucht. Aber sie hat stur abgeblockt. Und deine Leistung im Unterricht? Die war doch spitze. Darauf ist sie gar nicht eingegangen. Also alle Arbeit umsonst. So ungefähr. Ja und jetzt? Wie geht's weiter mit euch? Gar nicht. Es ist aus. Endgültig. Vielleicht ändert sie ihre Meinung nochmal. Frauen sind manchmal launisch. Anne will nichts mehr mit mir zu tun haben. Nie wieder. Können wir jetzt vielleicht über irgendwas anderes reden? Mann, Lisa hat mich zusammen mit ihrem No Limits gesehen und hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als damit sofort zu Susanne zu laufen. Plötzlich steht sie bei mir im Zimmer und bohrt rum wie blöde. Um ein Haar hätte ich mich verplappert. Ich hoffe nur, sie kauft mir meine Version ab. Vergiss es. Stress zu Hause ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Den hast du schon. Was? Deine Mutter. Da hinten. Das ist nicht witzig. Habe ich das behauptet? Hey!
redest nicht mit ihr, auf keinen Fall. Natürlich werde ich das tun. Deswegen bin ich doch hier. Bitte, Susanne, das ist doch total peinlich. Ich bin noch nicht mehr im Kindergarten. Ist dir lieber, wenn sie weiter auf dir rumhackt? Lass mich nur machen, ich finde schon den richtigen Ton. Lass mich das regen, ich bin noch alt genug. Und warum hast du das nicht längst? Paul, ich will dir doch nur helfen. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn du Französisch schwänzt. Aber genauso daneben ist es von dieser Frau Siebert, ständig darauf rumzureiten. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich meine, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben. Eigentlich ist sie ganz in Ordnung. Frau Siebert, und warum machst du dann die Pferde scheu? Wahrscheinlich habe ich mich da einfach ein bisschen reingesteigert. Du hast doch selbst gesagt, sie mag dich nicht. Man kann sich doch mal täuschen, oder? Was ist los mit dir, Paul? Warum möchtest du unbedingt verhindern, dass ich mit dir spreche? Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wir gehen zusammen zu ihr? Du sprichst mit ihr und ich schalte mich nur ein, wenn es nötig ist. Nein, Susanne. Frau Siebert. Ach, Frau Brandner. Guten Morgen. Hätten Sie vielleicht 5 Minuten Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über meinen Sohn sprechen. Paul hat das Gefühl, dass Sie ihn schlecht behandeln. Das stimmt doch gar nicht. Lass mich ausreden. Er vermutet, dass ihm seine vielen Fehlstunden immer noch übel nehmen. Das habe ich nie so gesagt, Frau Siebert. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich gerne mit Ihnen darüber reden. Bitte? Natürlich darf Paul nicht unentschuldigt im Unterricht fernbleiben, kein Thema. Aber finden Sie nicht, man könnte langsam wieder zur Tagesordnung übergehen? Immerhin hat er sich für sein Verhalten bei Ihnen entschuldigt. Das stimmt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ging es zuletzt auch nicht mehr um die Fehlstunden. Es ging um den Grund für die Fehlstunden. Darf ich den Grund auch mal erfahren? Willst du es deiner Mutter sagen? Oder soll ich es tun?